Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören uns in den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 31. August. Mein Name ist Ronald Gierth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Die US-Aktienmärkte haben ihrem Intraday-Turnaround des Dienstags zur Wochenmitte Anschlusskäufe folgen lassen, die besonders im technologielastigen Nasdaq 100 recht deutlich ausfielen. Und zugleich fiel der Euro-US-Dollar-Kurs, der schon am Dienstagabend nach einem zuvor bei 1,2070 markierten neuen Jahreshoch seine Gewinne abgegeben hatte, am Mittwoch weiter. Das ist eine Konstellation, die den DAX-Bullen einen Matchball liefern würde. Zwar fiel Donald Trumps Rede am Mittwochabend zum Thema Steuerreform genauso dünn und vage aus, wie man es hatte befürchten können. Er wiederholte nur, was Finanzminister Mnuchin bereits vor Monaten verkündet hatte, lieferte aber keine Hinweise, dass es bald mehr als solche Ankündigungen geben werde. Aber da hatte man bestenfalls seitens der US-Anleger mehr erhofft. So gesehen wäre jetzt die Gelegenheit da, die am Mittwoch immerhin fast erreichte und am Abend in der letzten abendlichen Indikation mit 12.024 Punkten sogar leicht überbotene 200-Tage-Linie, die heute in etwa bei diesem abendlichen 12.024 auch verlaufen wird, unter sich zu lassen. Aber herankommen ist eines, vorbeikommen etwas anderes. Das ist zwar ein Spruch, der eigentlich in den Rennsport gehört, aber oft auch für die Börsen gilt, wenn es um Widerstandsmarken geht. Und eines fiel auf, das sehen wir hier auch im Chart des DAX Future auf 60-Minuten-Basis. Da hätte ja eigentlich schon am Mittwoch mehr kommen müssen. Der Euro war seit Dienstagabend auf dem Rückzug, die Wall Street trotzdem nach oben unterwegs. Bessere Voraussetzungen, um aus dem Bruch der 200-Tage-Linie einen einmaligen Ausrutscher zu machen, könnte man sich ja nicht wünschen. Aber Sie sehen anhand des Verlaufs des DAX Future, der das abendliche Geschehen bis 22 Uhr mit abbildet, dass der Mittwoch beim DAX von Wassertreten dominiert war. Warum sollte man heute beherzt zugreifen, wenn man diese Chance am Mittwoch hat liegen lassen? Interessant wird da vor allem der morgige Freitag, denn da startet ein neuer Börsenmonat, der in einem mittelfristig positiven Umfeld frisches Kapital für die Aktienfonds bedeuten würde. Und in den vergangenen Monaten wurde dieses Geld gerne unmittelbar zum Start in den neuen Monat investiert und sorgte im Mai, im Juni, Juli und August zum Monatsbeginn zunächst für Auftrieb. Schauen wir es uns nochmal am Tageschart an. Wir haben hier die Monatsstarts im Mai, wo es erst einmal nach oben ging. Wir haben hier den Juni mit dem erstmal bullischen Start. Wir haben auch im Juli erst einmal nach kräftigem Abwärtsruck Ende Juni eine Stabilisierung und auch im August ging es erst einmal nach oben. Oben mit dem Start in den neuen Monat. Und so betrachtet wäre man hier durchaus ja auch mit dem nötigen Barreserven ausgestattet. Aber wenn das diesmal ausbleiben sollte, dann wäre das eine deutliche Bestätigung dafür, dass am deutschen Aktienmarkt langsam wirklich der Wurm drin ist. Aber auch wenn der DAX heute bzw. vor allem morgen zulegen sollte. Erst wenn der Index den Kreuzwiderstand aus 20-Tage-Linie und der oberen Begrenzung des Juni-Abwärtstrendkanals bei 12.152, 12.169 überwinden sollte, dann wäre es opportun, bestehende Short-Positionen erst einmal glattzustellen. Diese wären aus aktueller Sicht somit mit einem Stop-Loss von 12.200 Punkten noch haltenswert. Soweit der Überblick in den heutigen Donnerstag hinein, wie der ablief, was das charttechnisch möglicherweise für Relevanz haben kann. Dazu mehr in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call. Morgen früh vor Handelsbeginn, wie gewohnt. Hier noch der Hinweis auf das Trading-Diplom, den Test Ihres Wissens im Bereich der Derivate zu finden unter www.ingmarkets.de im Bereich oben, also dem Menübereich Akademie. So, und jetzt erstmal schönen Donnerstag und machen Sie es gut.